Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. In diesem Video reden wir über die Selbstliebe. Hauptsächlich darüber, was blockiert uns eigentlich? Warum fällt es uns eigentlich so schwer, uns selbst zu lieben? Und da wollen wir uns mal ein bisschen einen Aspekt anschauen, der ganz wesentlich ist, woran das liegen könnte. Und natürlich auch, wie wir ihn bitteschön loslassen können, wie wir das transformieren können. Selbstliebe, klar. Viele von uns schaffen es einfach nicht, tatsächlich sich selbst zu akzeptieren, so wie sie sind, oder sich sogar selbst zu mögen oder vielleicht sogar wirklich sich anzuerkennen und zu lieben. Und das kann zum Beispiel unter anderem daran liegen, dass wir ganz oft noch alte Wunden und alte Verletzungen mit uns herumtragen, die wir bis heute nicht losgelassen haben, die wir bis heute nicht vergeben können. Und deswegen schauen wir uns heute den Aspekt des Vergebens mal ein bisschen an und was hat das denn bitte schön mit der Selbstliebe zu tun? Und wir werden sehen, dass Vergeben ein Turbo sein kann für die Selbstliebe. Und deswegen wollen wir uns drei Aspekte anschauen, nämlich einmal die Selbstliebe, klar, aber vor allem die Vergebung für uns selbst, die Vergebung für andere. Und natürlich, wie können wir das denn bitte schön loslassen? Also wie können wir einen Neubeginn starten? Also, alte Wunden, alte Verletzungen, klar, haben wir alle irgendwo, irgendwie immer wieder im Leben erlitten. Das ist Leben, das ist normal, dass wir Krisen haben. Und es ist auch ganz normal, dass uns Dinge geschehen, die nicht in Ordnung sind. Normal sage ich deswegen, weil es einfach der Norm entspricht. Leben heißt, wir verletzen und wir werden verletzt. Und das heißt aber nicht, dass es in Ordnung ist. Also es bedeutet nicht, dass andere, ja bitteschön, du hast mich verletzt, das ist ja ganz normal. Nein, aber wir sollten einfach anerkennen, zum Leben gehört mit dazu, dass uns Dinge geschehen, die uns nicht gefallen, die uns vielleicht demütigen, die uns vielleicht klein machen oder wo uns Unrecht geschehen ist. Und ganz oft halten wir an diesen Dingen fest, obwohl wir sie doch so gerne loslassen wollen, obwohl wir doch gerne größer werden wollen. Und es kann sein, dass solche Dinge 30 Jahre, 40 Jahre her sind, vielleicht in deiner Kindheit entstanden sind, aber heute tragen wir sie immer noch mit uns herum, mit der gleichen Vehemenz, mit der gleichen Emotion, mit der gleichen Energie und mit der gleichen Unversöhnlichkeit. Und ganz oft bekommen es aber nicht mehr die Menschen, die eigentlichen Verursacher sind, es zu spüren, sondern andere, Stellvertreter. Dein Partner, deine Freunde, deine Bekannten und natürlich auch du selbst. Das heißt, wenn wir nicht vergeben, zahlt diesen Preis nicht etwa derjenige, der es verschuldet hat, sondern du selbst und deine Umgebung. Und wir sind schon mittendrin in der Selbstliebe. Denn wenn wir nicht vergeben wollen, wenn wir noch immer diesen Groll in uns haben, diesen Zorn, diese Wut, was passiert dann mit uns? Wir sind nicht in Harmonie mit uns selber. Wir sind unversöhnlich dem Umfeld gegenüber. Wir fühlen uns ungerecht behandelt. Und wir suchen immer wieder Erlebnisse, die uns das widerspiegeln. Und deswegen ist Vergeben ein ganz wesentlicher Aspekt. Nochmal, ganz wichtig dabei ist, Vergeben bedeutet nicht, gut zu heißen, was geschehen ist. Bedeutet auch nicht, dass wir sagen, du hast recht gehabt darin. Nein, es bedeutet, wir machen uns frei davon. Wir wollen weitergehen. Wir wollen selbstbestimmt ein neues Leben beginnen. Und wenn ich das sage, spürst du vielleicht schon, ich möchte selbstbestimmt ein neues Leben beginnen, heißt nämlich, ich bin frei. Und erst dann, wenn ich frei bin, selbstbestimmt bin, kann auch die Selbstliebe, die Selbstakzeptanz beginnen. Deswegen ist Vergebung so wichtig. Und es ist ein gutes Recht, nicht zu vergeben. Es ist ein gutes Recht zu sagen, nein, da bin ich unversöhnlich. Aber du solltest dir einfach nur bewusst sein, du zahlst einen Preis dafür. Und dieser Preis heißt Lebensfreude. Wir können auch sagen, der Mensch,
oder die Menschen, die dir etwas angetan haben, haben heute noch Zugriff. Beeinflussen noch heute dein Leben. Wenn du das weiterhin möchtest, ja, ist dein gutes Recht. Klar, du entscheidest, wie dein Leben laufen soll. Wenn du aber sagst, Selbstliebe wäre schon schön. Und du weißt ja, bei Happiness House behandeln wir die Selbstliebe jetzt einen ganzen Monat lang, ganz intensiv. Weil die Selbstliebe so wesentlich ist für unser Leben. Weil erst dann wir tatsächlich Erfolg haben. In unseren Partnerschaften, Erfolg im Beruf, Erfolg in unserem Umfeld. Und wir erst dann voller Liebe anderen gegenübertreten können. Auch der Liebe uns selbst tatsächlich zugestehen können. Also, vergeben heißt, ich möchte weitergehen. Ich möchte mich öffnen für all das, was das Leben bietet. Für die Lebensfreude. Ich möchte mich öffnen für meinen eigenen Lebensweg, selbstbestimmt, voller Frieden, voller Harmonie und endlich wieder die Liebe in meinem Leben einzuladen. Okay, beginnen wir doch mal mit dem ersten Aspekt, nämlich Vergebung für dich selbst. Ja, das gibt es nämlich auch. Ganz oft fühlen wir uns noch heute schuldig. Oh, da war ich so peinlich. Oh, da war ich so unangenehm. Oh, wieso habe ich denn das gemacht? Vielleicht haben wir Dinge getan, für die wir uns heute schämen. Darf niemand wissen. Vielleicht haben wir Dinge getan, wo wir uns heute noch schuldig fühlen. Und ich mache die Pause deswegen, weil du genau weißt, wovon ich rede. Denn jeder Mensch von uns, jeder, hat solche Dinge getan. Wir lernen erst Recht und Unrecht und wir lernen erst Moral und wir lernen erst im Tun, was uns gut tut und was nicht. Und ganz wesentlich ist, dass wir aus diesen Fehlern, die wir machen, egal ob du nun einen Diebstahl begangen hast, jemanden betrogen hast, jemanden belogen hast, ganz egal, daraus lernen wir. Wir lernen aus unseren Fehlern. Wenn wir jemanden ungerecht behandelt haben, wenn wir peinlich waren, unangenehm, arrogant, überheblich oder Dinge zerstört haben, weil wir einfach im Recht haben waren und. Also wir sind mitten im normalen Leben. Und wenn wir das akzeptieren und das anerkennen können, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns selbst dafür vergeben. Ja, wir lernen aus diesen Fehlern und aus all dem, was du getan hast. All das hat dich geführt, hat dich geleitet, hat Werte in dir entwickelt, Werte in dir entstehen lassen, die wichtig sind, die wesentlich sind, nach denen du heute lebst. Das fußt aus den Fehlern. Also, wir reden über die Vergebung für dich selbst. Und deswegen ist ganz wichtig, dass du deine Fehler und deine Schwächen akzeptierst. Sie gehören zu unserer menschlichen Erfahrung. Und dabei ist es ganz wichtig, dass du dich nicht selbst dafür verurteilst oder bewertest. Oder vielleicht sogar dich noch heute bestrafst. Das steht mir nicht zu. Das kann ich nicht erlauben für mich selber. Also ganz oft ist es so, dass wir, wenn wir uns selbst nicht vergeben, dann halten wir uns gar nicht für wert, geliebt zu werden. Nein, 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 ich bin ja ganz anders. Und erst wenn wir diesen Anteil akzeptieren und annehmen für uns, ja, das habe ich getan, so dumm war ich, daraus habe ich gelernt, wachsen wir. Also überleg dir mal all die Anteile, wo du sagst, da kann ich mir eigentlich selbst gar nicht vergeben. Und dann beginn diese Anteile zu akzeptieren als deine Erfahrung, als deine ganz normale menschliche Erfahrung, die jeder von uns machen darf. Ich bin 70, ich war nicht immer so, wie ich heute bin. Ich bin so geworden durch ganz viele Fehler. Ich habe viele Fehler gemacht. Und das waren meine Lehrer. Also nimm Verantwortung für dein eigenes Wachstum und lerne aus den vergangenen Fehlern. Wenn wir sie akzeptieren, erst dann lernen wir. Und gleichzeitig laden wir tatsächlich die Liebe in unser Leben ein. Wir mögen uns wieder, weil wir sind wundervolle Menschen.
wundervolle Menschen. Du auch, du bist auch ein wundervoller Mensch. Das ist großartig. Mit deinen Fehlern, mit deinen Schwächen. Okay? Also, Vergebung für sich selbst ist der erste Aspekt. Ein ganz wichtiger Turbo zur Selbstliebe. Der zweite Aspekt ist Vergebung für andere. Also, auch da ganz nochmal, ganz wichtig, nochmal, Vergebung heißt nicht, das war in Ordnung, was die gemacht haben. Ja, das war gut so, prima, daraus bin ich stark geworden, daraus habe ich Würde gewonnen. Nein, 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 nein. Also, alles, was dir angetan worden ist, alle schmerzlichen Erfahrungen, nein, dafür gibt es nicht nachträglich Zustimmung. Nein, das war nicht in Ordnung. Das war schlimm. Das war furchtbar. Das war böse. Das war niederträchtig. Wir könnten endlos so weitergehen. Auch da weißt du sehr genau, wovon ich rede. Ich habe solche Erfahrungen gemacht und du auch. Wir alle haben sie gemacht. Wenn du beginnst, aber für dich zu entscheiden, ich halte nicht länger daran fest. Ich möchte nicht länger darunter leiden. Ich möchte auch nicht länger, dass mein Umfeld immer noch damit beeinträchtigt wird. Dann ist es ganz wichtig, dass wir loslassen und uns bewusst machen, dass das Festhalten an diesem Groll, an dieser Wut der größte Verhinderer zur Selbstliebe ist und auch der größte Verhinderer zur Liebe zu anderen Menschen. Das heißt, diese Menschen, die etwas Böses getan haben, haben immer noch Einfluss. Loslassen ist das Beste, was wir tun können. Und loslassen tun wir, indem wir ganz klar für uns bewusst haben, okay, es war nicht in Ordnung, was du gemacht hast, aber ich vergebe dir. Und vergeben heißt, ich gebe es dir zurück. Geh voller Liebe mit deinem Leben um, wie du möchtest. Aber dieses Leben hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Ab heute gehe ich voller Liebe, voller Dankbarkeit für all das, was das Leben mir geschenkt hat, voran. Und dabei ist ganz wichtig, dass wir diesen Rucksack, den wir jetzt noch immer herumtragen, den wir jetzt wieder abgeben wollen, dass wir den voller Liebe abgeben. Nicht mit Wut, da, das hast du mir. Nein, voller Liebe. Vielen Dank. Ich habe ihn lang genug mit mir herumgetragen. Jetzt gebe ich ihn dir zurück. Jetzt darfst du ihn weitertragen. Es ist deine Verantwortung, wie du damit umgehst, nicht länger meine. Und dabei ist es auch ganz wichtig, dass du dich für all diese Gedanken öffnest, dass Menschen sich verändern können. Du hast dich verändert, du hast aus deinen Fehlern gelernt und vielleicht lernen andere Menschen auch aus ihren Fehlern. Kann sein, dass sie immer noch unversöhnlich sind. Das Schöne ist, du musst es ihnen ja auch nicht sagen, dass du ihnen vergibst. Das spüren die schon. Meistens melden die sich nämlich dann, hallo, weil die merken, dass du dieses Band durchschneidest. Dieses energetische Band, was euch vielleicht heute noch immer bindet. Aber du könntest dir auch vorstellen, dass diese Menschen auch eine Veränderung erfahren haben. Dass sie gemerkt haben, auch wie schmerzlich es für sie selber ist, wenn sie solche Dinge tun. Das heißt, wir sind beim ersten Punkt, vergeben für sich selbst. Vielleicht haben sie auch begonnen, es zu akzeptieren. Das war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Aber es gehört zu einem Teil meiner menschlichen Erfahrung. Und daraus kann resultieren, dass sie auch begonnen haben, sich zu verändern. Und dann sollten wir auch Veränderungen zulassen. Akzeptieren. Menschen können sich verändern. Ganz oft und ganz wichtig ist es auch in Partnerschaften. Da passieren ja ganz viele Dinge, die uns sehr tief betreffen. Wir lassen ja keinen anderen Menschen so nah an uns heran wie unseren Partner. Also kann auch nur dieser Mensch uns so tief treffen, bis ins Mark. Auch da ist es ganz wichtig, dass wir akzeptieren, dass Menschen sich verändern können. Dass sie erkennen können, das war falsch, das war nicht gut. Aber das ist keine Voraussetzung für uns anderen zu vergeben.
Es kann auch sein, dass Menschen noch immer auf dem gleichen Standpunkt sind. Und deswegen ist es so wichtig, egal wie andere Menschen denken oder fühlen, dein Vergeben hat nichts damit zu tun, ob sie heute noch auf diesem Standpunkt beharren, dass sie recht haben. Deswegen ist auch nicht richtig oder wichtig, dass du ihnen das mitteilst, denn vielleicht wirst du erneut verletzt. Nein, du musst nichts darüber sagen. Einfach für dich ganz klar, ich gebe ab. Vielen Dank. Jetzt gehe ich weiter. Und es kann sein, dass du das immer wieder und immer öfter machen darfst, je nachdem, wie tief der Einschnitt in deinem Leben war. Und falls es Menschen sind, die noch in deiner Umgebung sind und du spürst, da gab es Veränderung, vielleicht kannst du auch diese Veränderung akzeptieren. Und wenn du das akzeptieren kannst, dann kannst du dich auch von diesen negativen Bindungen befreien. Denn ganz oft sind wir unversöhnlich unseren Eltern gegenüber, unserem Partner gegenüber und halten sie in dieser Schuld. Halten sie in dieser Unversöhnlichkeit. Ja, aber du erinnerst dich, vor 10 Jahren hast du mich betrogen. Ja, ich weiß, aber und. Und wir können nicht befreit leben. Wir selbst nicht. Nicht in Liebe oder voller Liebe und unser Partner nicht. Also diese beiden Aspekte gibt es. Menschen, die schon lange nicht mehr in unserem Leben sind, denen geht es prima, denen können wir vergeben, müssen wir nicht mitteilen. Menschen, die in unserem Leben sind, auch wenn die unversöhnlich sind, können wir vergeben, müssen wir nicht mitteilen. Es kann aber sein, dass Menschen in unserer Umgebung sind, die sich verändert haben, die dafür strugglen und kämpfen. Und wir halten sie noch immer in diesem Stadium fest. Auch da, lass los. Befrei dich. Befrei dich und andere Menschen. Und plötzlich entsteht etwas, das sich Liebe nennt. Nähe, Geborgenheit, Ankommen, ein Zuhause sein. Okay? Also, der erste Aspekt ist Vergebung für sich selbst, der zweite Vergebung für andere. Der dritte Aspekt. Vielleicht ja der wichtigste, denn das wollen wir ja. Also loslassen und neu beginnen. Loslassen haben wir schon jetzt ein paar Mal angesprochen, wie wir das tun können. Wie wir Vergangenes loslassen können durch Vergeben, durch Akzeptieren, dass es zum Leben dazugehört. Loslassen heißt aber auch ganz wichtig, oder lass mich anders sagen, wenn wir nicht vergeben, wo befinden wir uns dann? In der Vergangenheit, nicht in der Gegenwart. Wir leben also ständig in der Vergangenheit. Loslassen funktioniert sehr gut, indem wir achtsam für die Gegenwart sind. Also die Gegenwart bewusst beginnen anzunehmen. Was sehe ich, was spüre ich, was rieche ich, was erlebe ich, was erfahre ich? Wie reagieren Menschen auf mich? Wie gebe ich mich selber? Und wenn du beginnst, achtsam auf das Positive im Leben zu achten, das jetzt auch stattfindet, meist sehen wir es nicht, wenn wir nicht vergeben, wenn wir nicht loslassen, wenn wir in der Vergangenheit verhaftet sind. Erleben wir selten Positives? Oder sagen wir, wir erleben es, aber wir nehmen es gar nicht wahr als positiv. Menschen können uns Gutes tun und wir haben immer ein Haar in der Suppe oder wir trauen dem nicht. Menschen können ganz viel sich um uns bemühen und wir lassen sie nicht an uns heran. Das heißt, wir halten an der Vergangenheit fest. Also finde mal ganz viele Punkte in dir heraus, was du Positives erlebst zurzeit, dann findest du Frieden. In der Gegenwart finden wir Frieden. In der Vergangenheit nicht. Und je mehr wir uns auf das Hier und Jetzt, auf diesen Moment fokussieren und uns dabei auf das Positive fokussieren, zum Beispiel, indem du dir ein Dankbarkeitsbüchlein anschaffst und jeden Tag 3 Dinge reinschreibst, für die du dankbar bist.
Plötzlich befindest du dich in einer anderen Welt, in deiner Welt, die jetzt stattfindet und die nichts mit der Vergangenheit zu tun hat. Und du shiftest von der Vergangenheit in die Gegenwart. Du fokussierst dich immer mehr bewusster auf die Gegenwart und dann fokussierst du dich auch auf deine ganz persönliche Entwicklung. Denn je mehr du von diesen positiven, kraftvollen Dingen wahrnimmst, die jetzt ja auch geschehen, desto mehr entwickelst du dich in diese Richtung hinein. Und dann schau, wie geht es denn mit der Liebe? Welche Liebe wird dir denn entgegengebracht? Und da kannst du auch in ganz vielen Dingen klein beginnen, obwohl es gar nicht klein ist. Welche Liebe bringen dir Tiere entgegen? Welche Liebe bringt dir die Natur entgegen? Freunde, Bekannte, vielleicht deine Eltern, vielleicht jemand aus deiner Familie, vielleicht eine Nachbarin, die sich um dich bemüht. Und wenn wir unseren Fokus darauf legen, werden wir feststellen, wir werden geliebt. Immer. Jeden Tag. Unser Herz war nur zu. Wir haben uns verschlossen. Und wenn wir uns für die Liebe von anderen, der Natur, von Tieren, von Menschen verschlossen haben, verschließen wir uns der Selbstliebe. Wir können das nicht annehmen, was draußen auf uns herankommt. Und wir können uns selbst nicht annehmen. In dem Moment, wo wir vergeben, nicht gutheißen, vergeben, danke, ich lasse los, ich gehe meinen Weg, jetzt fokussiere ich mich auf all die schönen Dinge, die es auch gibt. Auch die ganz kleinen. Dann wirst du auch die ganz großen sehen. Die, die dein Herz betreffen. Die dich hier berühren. Ganz tief berühren. Und du wirst sehen, dass diese Tür der Liebe schon immer geöffnet werden wollte. Da gibt es etwas in dir, was schon immer diese Sehnsucht hatte und vielleicht hast du es nicht zugelassen. Und vielleicht ist dieses Video dein wichtigstes Video, um zu sagen, ja, die Liebe und die Selbstliebe ist groß genug für mich, dass ich all der Vergangenheit, die ja schon längst vorbei ist, die nur noch in deinem Kopf ist, dass ich die loslasse und mich dem widme, was jetzt stattfindet. Zum Beispiel meine Liebe zu dir. Denn in dem Moment, wo du dieses Video betrachtest, sind wir auch verbunden. Du bist verbunden mit mir und ich mit dir. Das ist Liebe. Pure Liebe. Verbindung zuzulassen, ohne zu bewerten. Und plötzlich sehen wir das Gute in so vielen Dingen. Das Gute in Dingen zu sehen, heißt zu lieben. Vielleicht ist heute dein Tag, wo du zu lieben beginnst. Und wenn du Lust und Laune hast, dann komm doch zu Happiness House. Da bin ich und Michaela live jeden Sonntag und wir haben die Möglichkeit mit dir uns auszutauschen. Über Zoom, du kannst deine Themen direkt vortragen, mit uns reden. Wir begleiten dich. Happiness House gibt es seit 7 Jahren. Und wir sind so glücklich,
schon viele tausende Menschen begleitet haben zu dürfen bei ihrer Transformation. Vielleicht ist heute auch so ein Tag für dich, wo du sagst, ja, ja zu meiner Transformation. Dann würden wir uns freuen, dich bei Happiness House zu begrüßen. Da gibt es ganz viele Experten und über 32 Kurse und letztendlich geht es immer nur darum, dass unsere Persönlichkeit sich erweitert und wir endlich die Liebe in unserem Leben zulassen können. Und wenn du magst, dann klick auf den Link unter diesem Video und schau dir mal an, was ist denn das eigentlich? Happiness House. Lass dich überraschen. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Liebe und ganz, ganz viel Selbstliebe.